Raupen mit roten Beeten im Bild links. Zutaten für 4 bis 5 Personen. 1 große Zwiebel, 300 Gramm Raupen, 2 Essel. Kaltgepresstes Maiskeimöl, 3/41 Gemüsebrühe, 500 Gramm rote Beeten, 1 Essel. Zitronensaft 1 und Petersilie 100 Gramm, saure Sahne, Vollmeersalz, frisch gemahlen weißer Pfeffer, Cayennepfeffer für Ungeübte, raffiniert bei 5 Personen etwa 1500 Kilojoule durch 360 Kilokalorien minus 10 Gramm Eiweiß, 10 Gramm Fett, 57 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe pro Person. Zubereitungszeit 40 Minuten. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Graupen auf ein Sieb geben und unter kaltem Wasser so lange abspülen, bis das ablaufende Wasser ziemlich klar bleibt. Das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze glasig braten. Die Graupen hinzufügen und unterrühren, so lange mitbraten, bis sie vom Fett überzogen sind. Die Gemüsebrühe dazu gießen. Die Graupen einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 25 Minuten garen. Inzwischen die zarten Blättchen der roten Beeten abschneiden, waschen, trocken tupfen und beiseite legen. Die roten Beeten waschen, schälen und auf der Rohkostreibe in die Graupen raffeln. Den Zitronensaft hinzufügen, alles erneut aufkochen und zugedeckt, auf der abgeschalteten Kochstelle 5 Minuten ziehen lassen. Die Petersilie waschen, trocken tupfen und mit den roten Beeten Blättchen fein hacken. Mit der sauren Sahne unter die Graupen mischen, mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken und servieren. Bulgur mit Gemüse im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen: 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 200 Gramm Möhren, 1 getrocknete rote Pfefferschote, 1 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl, 250 Gramm Bulgur, 600 Kubikzentimeter Gemüsebrühe, 1 Paket, tiefgefrorene Erbsen, Klammer auf, 300 Gramm, Klammer zu, 125 Gramm frisch geriebene Parmesankäse, 100 Gramm Kach und eine Frage Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer. Preiswert pro Person, etwa 2200 Kilojoule durch 520 Kilokalorien, 25 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett, 55 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit 15 Minuten, Garzeit 40 Minuten. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Die Möhren schaben und auf der Rohkostreibe raspeln. Die Pfefferschote Zwieschen den Fingern aufbrechen und die scharfen Kerne entfernen. Das Olivenöl in eine Pfanne erhitzen. Die Zwiebel, den Knoblauch und das Bulgur, darin bei mittlerer Hitze nur so lange anbraten, bis alle Zutaten gleichmäßig vom Öl überzogen sind. Die Möhren und die Pfefferschote darunter mischen. Die Brühe dazu gießen. Alles einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 25 Minuten garen. Die Erbsen darunter mischen und erneut aufkochen. Das Gericht zugedeckt bei schwacher Hitze weitere 10 Minuten garen. Den Käse und die gebundene Frage darunter rühren. Den Eintopf noch einmal erhitzen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu passt Salat.